Tja Leute, mein Spatzel hat heute Geburtstag, 1. Mai, und sie wollte heute unbedingt Rindsrouladen machen. Ja. Darf sie. Aber ich habe schon mal bei ihr zu Hause damals probiert gehabt und waren sehr lecker, fast genauso wie meine. Und heute haben wir uns darauf geeinigt, dass wir sie, ja, oder dass wir meine Version machen, oder? Ja, genau. Genau, einfach ausprobieren. So sieht sie aus. Leute, wo den Kanal länger begleiten, kennen meine Version wahrscheinlich. Aber egal, wir machen heute Rindsrouladen. Und was es dazu gibt, weiß ich nicht. Ja, Klöße und Rotkraut, mein Schatz. Ah, okay. Gut, dann weiß ich das jetzt auch. Gehen wir rüber in die kleine, aber feine Küche und legen wir los. Und da sage ich auch den kleinen, aber feinen Unterschied, den ich mache. So, Dalle. Da wären wir schon bei der kleinen, feinen Übersicht. Wir haben einmal hier die Rindsrouladen. Dann haben wir Gürkchen, schon in Streifen geschnitten. Heute nimmt Manu wieder an, oder wir, an Bautzner Senf. Kann man nehmen, was man will. Ich hätte jetzt vielleicht den anderen genommen, aber egal. Jetzt nehmen wir den. Salz, Pfeffer. An Bacon. Hier versteckt er sich. Ich lege jetzt alles gerade nochmal auf die Seite. Normal mache ich ja meine Rouladen mit Zahnstochern zu. Ich finde ja den Zahnstocherspender nicht. Nehme ich jetzt das hier. Es wäre jetzt auch ein Unterschied. Manu hat sie damals geschnürt. Soll es mit den Dingern nicht funktionieren, fange ich auch das Schnüren an. Dann den Unterschied, wo Manu zu mir gemacht hat. Sie hat die Zwiebeln ja so in leichte Ringe geschnitten und mit rein in die Rouladen. Bei mir werden sie angebrutzelt und ja, mit Petersilie. Das ist mit der Hauptunterschied. Und dann tue ich ja bekannterweise noch ein klein bisschen Reis hinzu. Ja, das war dann schon der ganze Unterschied. Aber jetzt werde ich erst einmal sämtliche Rouladen vorwürzen. Salz, Pfeffer. Und fertig. So. Oder Spatzel, das kannst du schnell machen. Weil ich habe meine Hände jetzt total schmierig. Kann ich machen? Ja, ja, komm her. Zack, zack. Einmal schön Salz drüber. Gut, so machen wir das jetzt mit allen und dann sehen wir uns wieder. So, gesalzen und gepfeffert und dann fangen wir hier ganz einfach an. Indem wir hier einen schönen Kleck Senf draufhauen. Der sollte sich durch die ganze Roulade dann durchziehen. So. Dann kommen uns unsere Zwiebelmasse, oder tun wir zuerst eine Scheibe Bacon rein? Tun wir zuerst eine Scheibe Bacon rein. Ja. Ja. So. Dann tun wir unsere Zwiebelmasse drauf. Ein bisschen. Die verstreichen wir auch. Man könnte jetzt rein theoretisch auch die Zwiebeln gleich mit dem Senf vermischen. Wäre auch eine Möglichkeit, eine Variante.
Dann tue ich hier ein bisschen Reis rein. Also nicht zu viel. Ich finde das einfach geil. Tja. Und die Gurken sind fast zu groß. Ein Stückchen geht noch. Gurken haben den Test überstanden. Dann falte ich die Rouladen einmal ein. Auf der einen Seite. Das dient dazu, dass nachher die Füllung nicht rausquellt. Dann auf der anderen Seite. Ja, da wo sie so eng wird. Es ist natürlich kritisch. Möglichst eng wickeln. Dann nehmen wir uns einen Piekser. Na, wo kommst du jetzt raus, du Feigling? So. Ja, leicht aufgegangen. Tja. Und dann wäre die erste Roulade oder Rouladchen eigentlich schon soweit fertig. Bei so kleinen Rouladen ist es natürlich immer schwierig. Aber Leute, das nächste Rouladenvideo, was ich mache, wird ein Black Angus Rouladenvideo werden. Da werde ich mal wieder welche holen. Ja, gut. So machen wir jetzt alle fertig. Tja Leute, was soll ich sagen? Spatzel kann es auch. Die hat die restlichen fertig gemacht und ja, ich stelle die Cam an Herd drüber und dann darfst du das Video alleine wieder weitermachen, oder? Ja. Ja, also, Attacke. So, das Öl in der Kokotte ist schön warm. Jetzt brutzeln wir die Rindsrouladen von beiden Seiten ein bisschen braun an. Und dann kommen sie wieder auf den Teller. Und dann sehen wir uns wieder, wenn sie schön braun angebraten sind. So, die Rouladen habe ich ein bisschen angebraten von allen Seiten. Ey, jetzt, und das riecht lecker. Jetzt kommt das Suppengemüse rein. Das habe ich klein geschnippelt und eingefroren gehabt. Wann hast du denn das gemacht? Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Das war gestern. Okay. Na gut, bisschen kalt. Das wird halt auch angebrutzelt. Dann kommt Tomatenmark rein. Flüssigkeit, bisschen Rotwein. Und dann gehen die Rouladen wieder rein in die Soße. Jetzt habe ich noch eine Zwiebel dazu getan. Mache es auch noch ein bisschen anbrutzeln und dann kommt ein bisschen Tomatenmark dazu. Auch schön anbraten damit. Thank you.
einen kleinen Schluck Rotwein. Ein bisschen Wasser. Jetzt kommen die Rouladen wieder rein. Schön in die Soße. Flüssigkeit von den Rouladen. Kommt noch, noch ein Schluck Wasser dazu, dass die Rouladen schön bedeckt sind vom Wasser. Eine Brühe. Jetzt kommen sie in den Backofen für 2 Stunden bei 200 Grad. Und dann sehen wir uns wieder. Hey, da steht ja ein Topf heraus wieder. Ja, habe ich gerade rausgeholt. Sind die soweit fertig? Ja. Mmh. Oh, riechen tut's gut. Wie groß sind die noch? Oh, das sind wirklich Rouladen. Ja. Ja, gut. Das nächste Mal machen wir wieder ordentliche große Rouladen. So ist es. So, hier ist die Bratensoße. Die schöne. Jetzt wird sie angedickt mit einem Milchschwitz. Manchmal, sie meinte halt, es ist halt ein bisschen mit Gemüsegeschmack mehr drin. Aber da mache ich noch ein bisschen Bratensoße und dann ist sie auch fertig. Kurz aufköcheln lassen. Dann mache ich jetzt 2 Löffel Bratensoße noch dazu. So sehen die Rouladen jetzt aus. Und die kommen jetzt wieder rein in den Topf. Und in der Zwischenzeit mache ich den Rot. Kohl und die Klöße fertig. Und dann können wir essen. Ja, meine Lieben, und ich darf mich jetzt auch hier bedienen. Bei so einem leckeren Essen. Da lasse ich mich doch gerne mal wieder mästen und hau mir natürlich gleich eine ordentliche Portion drauf. Haha. Tja, und dann bleibt uns bloß noch das Probierele. Ja, und das Probierele ist natürlich immer das Schönste am ganzen Video. Und auch das Leckerste. Mmh. Lecker Rotkraut. Die Soße ist auch verdammt lecker geworden. Und die Roulade. Außer dass er heiß ist, ein Gedicht. Ja, wir sehen uns nachher nochmal zum Fazit und
Ich muss jetzt essen gehen. Yummy. Na, was ist los, mein Schatz? Ich bin voll gefressen. Ui. Aber voll das Programm. Boah, war das lecker. Das ist schön. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Das freut mich. Wie hat dir meine Rouladenfüllvariante gefallen? Auch sehr lecker gewesen. Dann können wir die jetzt immer so machen. Ja, man kann sie auch mal so machen, ja. Ja, ja. Also schmeckt mir auf alle Fälle besser als deine Variante. Weil da waren ja die Zwiebeln in Ringen. Ja, und nur so drin und das war nicht so meine Sache. Ja, es ist halt so, jeder hat einen anderen Geschmack. Ja, ja, ja. Aber du hast ja gesagt, bei euch hat sie damals immer so gegeben. Ja. Und deswegen hast du die so gemacht. Richtig. Ja, bei uns hat sie immer so gegeben. Und im Kochbuch, wo ich mal nachgeschaut habe vor ein paar Jahren, da waren sie auch so drin gestanden, so wie ich sie jetzt. Okay. Ja. Gut. Knödelchen, war wieder so ein Beutelchen. Der Teig, die sind einwandfrei. Also ich sehe es da nicht ein, dass wir uns da hinstellen und extra selber komplett Knödel machen. Es kann einmal sein, dass wir mal wieder Speckknödel machen. Die machen wir dann komplett selber. Aber dafür jetzt war es optimal. Und das Rotkraut sowieso. Ja. Und die Soße hast du hier perfekt hingebracht. Das ist schön. Ja. Und ich muss mir jetzt wieder mal ein Sessel einflacken. Ja, und ich bin in der Küche verschwunden. Okay. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du was, gell? Mach ich. Ja. In dem Sinne, Leute, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Wenn es gefallen hat, freundliches Kommentar, Abo wird uns freuen und Däumchen nach oben nicht vergessen. Ciao, ciao.